Barrierefreiheit ist unmittelbar verbunden mit Zugänglichkeit und Nutzungsfreundlichkeit. Was sehen Sie hier, was es gilt zu beachten für uns? Ja, also im Prinzip gibt es eine Formel, die sagt, also wenn man sagt, man entwickelt etwas für möglichst alle Menschen, dann heißt es Design for All. Und das kann man in der Formel sehen. Design for All ist Barrierefreiheit plus Nutzungstauglichkeit. Auf Englisch Accessibility plus Usability. Ich bin aber der Meinung, dass die, wenn man es vom Mathematischen her sieht, um einen möglichst hohen Grad zu erreichen, also sprich, das Ziel wäre zum Beispiel der Wert von 1, müsste da eigentlich ein Mal dazwischen sein. Sprich, es müssen beide Werte sehr hoch sein. Ich brauche ein hohes Grad an an Barrierefreiheit und an hohes Grad an Benutzertauglichkeit. Erst dann kann ich sicher sein, dass ich möglichst alle Menschen erreiche. Nutzungsfreundlichkeit ist ein Qualitätsmerkmal, das die Bedienbarkeit von Bedienoberflächen, Gegenständen oder auch Unterrichtsmaterialien bewertet. Was wären so Kriterien, die Sie anwenden würden, jetzt ganz konkret im Schulkontext? Worauf könnten wir in Bildung und Unterricht achten, dass wir Nutzungsfreundlichkeit sicherstellen oder einfach erhöhen? Ich habe da ein schönes Beispiel aus meiner Schulzeit. Es waren damals die Kopierkosten noch ein Vielfaches höher als heute. Und es wurden dann oft die Zettel, die Informationen, so viel wie möglich auf eine Seite zusammenkopiert. Immer kleiner, immer wieder durch den Kopierer durchlassen. Und es war dann eigentlich noch kaum lesbar. Es war unübersichtlich. Man hat eigentlich sich nichts herausstreichen können, markieren können. Es hat unterm Strich einen sehr niedrigen Grad an Usability gehabt. Und die Barrierefreiheit war auch nicht gegeben. Wie würde ich das heute machen? Einerseits schauen, dass ich etwas nicht nur in Papierform zur Verfügung stelle, sondern auch digital. Und das Zweite, dass ich es möglichst gut strukturiert habe. Struktur ist eine der wichtigsten Grundlagen für Barrierefreiheit, also die Semantik dahinter. Und deswegen ist auch zum Beispiel so wichtig, dass man in Word die Formatvorlagen richtig einsetzt. Weil wenn ich das habe, bekomme ich automatisch die Struktur hinein. Und das Gleiche wäre nachher im Internet, dass ich zum Beispiel ganz sauber mit Überschriften H1, H2, H3 arbeite, um somit die Seiten entsprechend navigierbar zu machen. Das heißt, Sie haben jetzt Dinge erwähnt, die wir alltäglich eigentlich nutzen. Ich würde jetzt sagen Standard-Software-Lösungen wie zum Beispiel Office-Programme oder allgemein bekannte Computerprogramme. Und da gibt es ja auch den Bereich der Bedienungshilfen, der uns zur Verfügung steht, dem wir aber, würde ich jetzt sagen, manchmal vielleicht zu wenig Beachtung schenken im Verhältnis zu dem, was diese Einstellungen können und was uns auch im Alltag vielleicht nicht immer bewusst ist. Ich denke nur an mein eigenes Handy zum Beispiel. Da ist wirklich die große Aufforderung, sich wirklich einmal bei seinen Geräten den Bereich erleichtert, also in den Systemsteuerungen, Systemeinstellungen, die Bereiche der erleichterten Bedienung, Bedienungshilfen genauer anzuschauen, was es da alles gibt. Und mittlerweile sind auch sehr gute Beschreibungen verfügbar, was da alles gemacht werden kann. Ich kann sehr einfach mittlerweile jeden Text am Handy quasi größer machen, genauso am PC. Ich kann die Farbeinstellungen verändern für mehr Kontrast. Ich kann mir Inhalte vorlesen lassen. Es hilft jetzt nicht nur Menschen, die sich beim Lesen schwer tun, sondern auch zum Beispiel bei Leserechtschreibschwäche oder wenn es einfach vom kognitiven Aufwand sehr mühsam ist oder wenn ich müde bin. Ich kann aber genauso auch, wenn ich jetzt mit den Fingern mich schwer tue, etwas zu bedienen, das Handy über die Sprache steuern, genauso den Computer über die Sprache steuern oder einfach mir auch, wenn ich jetzt zum Beispiel blind bin, mit verschiedensten Touch-Gesten mithilfe eines Screenreaders, der in den meisten Geräten mittlerweile teilweise auch schon inkludiert ist, einfach auch den Bildschirm belesen. Also es gibt eigentlich keinen Grund mehr, wenn ich das Verständnis habe für ein Aktion-Reaktionsverhalten und zielgerichtet eine Aktion ausführen kann. Dann ist es egal, was ich für körperliche Einschränkungen habe. Ich kann ein digitales Interface bedienen und somit kann ich kommunizieren, ich kann die Umgebung steuern und
ich kann kreativ sein, ich kann mein Wissen einsetzen, etc. Werfen wir nun einen Blick auf diese Grafik. Wenn wir jetzt all das verwenden, was uns alltäglich zur Verfügung steht, könnte man sagen, dass wir Pädagoginnen und Pädagogen so etwas wie Teilhabeexpertinnen und Teilhabeexperten sind und wir ermöglichen Teilhabe. Aber abgesehen von der Teilhabe entsteht dann noch viel mehr. Ganz ein wichtiger Bereich ist eben im Prinzip in diesem Dreieck nicht nur, dass ich teilnehmen kann und teilhaben kann am Unterricht, sondern dass ich auch aktiv was dazu beitragen kann. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der der Inklusion oft viel zu kurz kommt, ist die Teilgabe. Und dass man schaut, okay, wie können wirklich Menschen, die einfach verschiedenste Fähigkeiten haben, auch aktiv was der Gesellschaft zurückgeben, bis hin natürlich nachher auch ins Arbeitsleben oder auch zum Beispiel im Bereich des Ehrenamts. Es ist sehr vielen Menschen sehr wichtig, dass sie für andere da sein können, für die Gesellschaft, für Freunde oder einfach auch für Personen, denen sie auch was Gutes tun können. Und wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern an der Bildung auch etwas teilzugeben, das heißt aus ihrem spezifischen Profil, aus ihren Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten heraus etwas beizusteuern, das eine Mitschülerin, ein Mitschüler in dieser Form anders geben könnte zum Beispiel. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wir sind ein Beziehungsberuf. Wir sagen, Lernen findet am qualitätsvollsten und am wirkungsvollsten in einer entsprechenden qualitätsvollen Lernumgebung statt, getragen von der Beziehung zwischen den beteiligten Menschen und eingebettet in eine entsprechende Atmosphäre. Das heißt, wir haben hier eine High-Touch-Profession in gewisser Art und Weise und für uns gilt halt immer zuerst die Beziehung und desto weniger Technik, desto möglich, also Low-Tech. Was sagen Sie jetzt zu diesem provokanten Ansatz High-Touch and Low-Tech? Der hat sicherlich einerseits in der Historie seine Berechtigung, wo einfach Technologie oft als Ersatz gesehen worden ist. Ich sehe es aber ganz anders. Ich sage High-Touch, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass das bestehen bleibt, aber nicht oder abwerten, sondern und Smart Tech, vor allem und Smart Tech Use. Also es geht wirklich um den Einsatz der smarten Technologie und den smarten Einsatz der Technologie. Und ich glaube, da steht einfach auch bei dem Wort Smart einfach wieder dahinter, dass man es überlegt macht, dass man es gut macht, aber dass man es auch ermöglicht. Und ich glaube auch ganz stark, dass eben gerade smarte Technologie eine ganz neue, viele neue Kanäle öffnet, um Beziehungen aufzubauen. Weil ich plötzlich einfach auch Schülerinnen und Schüler habe, die vielleicht den Lehrer auf ganz neue Ebene begegnen können, wo vielleicht auch neue Kreativität festgestellt wird, wo vielleicht neue Spezialwissen festgestellt wird, etc. Und ich glaube, dies sollte man ermöglichen, offen machen. Und wir leben nicht in einer analogen Welt. Wir leben nicht in einer digitalen Welt. Wir leben in einer sich immer mehr digitalisierenden Realität. Das heißt, wir sprechen hier von Smart EduTech und aus unserer besonderen Perspektive heraus von Smart Inclusive EduTech.